Willkommen zu Uncharted 4, willkommen bei Trend17 TV, euer Trendsec am Mike hier. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, schön, dass ihr dabei seid. Heute geht's hier munter, fröhlich, frisch weiter. Ach, man möchte einfach nur das Bild genießen, diese Aussicht genießen. Mein Gott, ist das schön. Das sieht doch mal richtig klasse aus, ne? Oder nicht? So. Aber wir wollen hier heute auch ein bisschen weiterkommen. Ich hoffe, ich muss hier nicht wieder so hakelige Rätsel lösen heute. Oh oh. Ist Panik ist kaputt oder so. Oh nein, 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 nein. So oder so. Wir kommen da rein. Nehmen wir es gemeinsam, okay? Okay. Na klar. Okay, los geht's. Oh Gott, ist das schwer. So, und er muss doch jetzt auch. Komm her. Scheiße. Geschafft. Oh mein Gott, was ist das wieder? Offenbar steht uns eine weitere Prüfung bevor. Och nö. Och nö. Mal sehen, was passiert. Ah, die Technik ist beeindruckend. Ah, ja, so kann ich das. Aha. Ah, ich muss das Symbol wahrscheinlich drehen. Moment. Okay, Moment. Aha. Den will ich mal drehen, dass da das gleiche Symbol ist wie im. Genau. Ne, andere Seite. Ich denke mal, so wird das funktionieren, oder? Ja. Und was ist mit dem... Ist da noch einer? Oh mein Gott, da sind ja noch mehr. Ja, der ist aber doch richtig... Der ist doch fertig jetzt. So, und... Sheet. So einfach war es wohl doch nicht. Wir müssen mal eben schauen. Oh mein Gott. Das ist doch... Ich würde sagen, das ist doch richtig so. Ist nur die Frage. Da oben ist auch noch einer. Was der da macht. Oh mein Gott. Ich drehe mal einmal hier ganz um die Runde. Ach du Schiete, die gehen glaube ich auch noch nach oben oder was? Da muss ja vielleicht noch einer mit dem Halb. Nee. Halbkreis sein irgendwie. Aber ich würde sagen, der ist richtig. Was ist mit dem Scheinwerfer da oben? Der ist auf jeden Fall richtig. Oh, Momento. Will ich auch nicht zu viel. Das ist doch richtig so. Die Halbkugel. Das ist richtig. Moment. Ich drehe den mal. Moment. Wenn ich jetzt den... Den kann ich doch drehen. Oh, da geht nur da zu drehen. Ach du Scheiße. Also der geht nur zu drehen, wenn er da ist. Okay. Das ist auf jeden Fall das richtige Symbol. Das heißt, ich muss den dahin drehen. Dann müsste ich den doch jetzt auch drehen können. Jawohl. Ich würde sagen, wenn der noch ein bisschen. So. Okay, und jetzt wieder hin. Das müsste doch hoffentlich richtig sein, so. Jawohl! Bitte. Was ist das? Wow, schau. Statue. Wie
Piratenkapitäne. Das sind Bonnie, Baldridge, ist das Buster, abgefahren? Und der, oh, den ich mir nicht merken kann. Oh, wir haben noch eine Reihe vor uns. Och nö. Das ist der mit den drei. Okay. Drehen kann ich die nur hier. Das heißt, den muss ich wieder drehen. Ja, muss mal gucken. Der ist. So, nochmal. Jawohl. So, und. Da wieder hin. Oh, das ist noch nicht ganz richtig. Der muss da nochmal hin. So, jetzt müsste es passen. Immer noch nicht richtig? Doch, der ist richtig. So, der ist richtig. Jetzt haben wir... Wo ist... Der muss hier in diesem Ball ja auch noch irgendwie... Achso, da ist noch ein Kreis. Alles klar, den kann man jetzt noch nicht sehen. Den sehen wir gleich, wenn wir das Ding drehen. Mal gucken. Wo ist der Lichtstrahl? Der ist senkrecht runter. Was heißt, wir müssen ein bisschen weiter. So. Jawohl. Eine super coole Idee, muss ich sagen. Ich hab's. Und auf ein neues. Wer ist es? Moment. Joseph Farrell, William Mays, Tariq bin Malik und Christopher Condit. 8 von 12. Und wir haben noch eine Reihe. Ach, das ist jetzt mit Scheiben. Okay, wir können die Scheiben natürlich immer wieder nur auf der Seite drehen. Wo war das jetzt? Hier, ne? Nee, da geht's nicht. Noch ein weiter nach da. Ja, hier kann man sie drehen. Jetzt muss ich mal eben gucken. Die ist so nach unten. Weiter, weiter. Oder? Momento, das Ding ist oben. Da müssen wir noch einmal ganz rum. Jawohl, den haben wir. Nächster. Dann haben wir noch. Ja. Es ist einmal Mann und Frau, ne? Ganz klare Sache hier. Das Zeichen für Mann und Frau. Der verdreht sich doch jetzt nicht im Lauf, ne? Das wäre ja richtig gemein. Nein, der verdreht sich jetzt im Lauf. Das ist ja richtig gemein. Das heißt, man muss den so... Oder? Moment. Tatsache. Wir müssen schauen, wie weit sie daneben liegen, wenn sie im Licht stehen. Oh, das ist so gemein. Kann man die noch... Moment. Den kann man... Okay, Mama. Ja, der passt. Okay. Ah, la. Moment. Moment, ich kann nur da drehen. Moment. Einmal wieder rüber. Also müssen wir ihn jetzt noch, ich würde sagen, ganz gerade hochdrehen. Dann müsste das noch passen. Nee. Wir müssen ihn noch weiter nach links. So, und nochmal. Jo. Was? Das ist ja richtig jetzt. Was will er denn jetzt noch? Ach, der ist noch nicht richtig. Okay. Okay. Nein. Noch weiter nach links. Nein. Okay. Yes. Wo
der Rest unserer Crew. Das war gemein, Richard das letzte Bond, Rätsel. Edward England und Thomas Two. Sam, schau, da geht's lang. Das haben wir sie aber alle. Hey, wer die alle kennt, der ist gut. Ja, der ist gut. Die kenne nicht mal ich. Nee. Schon seltsam. Die kenne nicht mal ich alle. So, weiter geht's. Wir können ja doch bestimmt raus, oder? Mal und sehen. Hier haben wir einen Hebel. Ich bin dafür, immer Hebel hochzuziehen. Okay, wohin jetzt? Jetzt geht's zum Schatz hoffentlich. Heilige Scheiße. Da ist deine fehlende Avery-Statue. Weißt du, ich glaube langsam, unser Freund war ein kleiner Narzisst. Ach, echt? Mal sehen, was er für uns auf Lager hat. Okay. Das geht. Oh, bewirkt sich langsam. Ja, schön, das geht. Toll. Also, Nathan, sei bitte ehrlich. Wie ist das jetzt? Verglichen mit deinen anderen. Da ist irgendwie, da hinten ist was. Frag mich das am Ende nochmal. Kann man da nicht ranschmeißen? Nee. Da ist eine. Jawohl. Ja, da runter können wir. Hier jetzt runterlassen. Jawohl. Reiß dich bitte, bitte, bitte. Wow, Hieronymo! Ist nicht gerissen. Schön. Okay, komm runter. Ja, wenn ich wüsste, wie es jetzt hier weitergeht. Ach, hier geht's weiter. Okay. Wow. Da sind Stufen. Na, kann man hier runterspringen? Bisschen hoch, ne? Oder passt das? So geht ja gar nicht anders. Jawohl! Mitsche Matsche. Da gehen wir mal rein. Rutschpartie! Doch nicht. Da hoch. Da. Jo, da kommen wir hoch. So, nu komm nu. Wo bleibst du? Waren wir hier nicht schon mal? Und haben festgestellt, dass das alles zu ist. Ah, hier sind wir falsch. Wir müssen da hinten lang. Oder? Das Boot ist da unten. Nach Ihnen, Captain. Captain. Und. Jeppa. So. Hätte irgendwie ganz gerne jetzt mal einen Auftrag, was ich hier jetzt überhaupt machen soll. An Bord, ja. Okay, die Insel mit Averys Riesenstatue liegt rechts. Ja. Ich bin so aufgeregt, mir zittern buchstäblich die Hände. Ja, das Gefühl kenne ich. Entweder das oder... Also müssen wir rechts. Vielleicht etwas von beidem. Hm. Müssen wir da lang? Oh, da kommen wir. Ich fahre jetzt erstmal weiter. G.
Geht aber ganz schön lange, dieser Insel-Level hier. Oh shit, Wetter. Keine Ahnung, ob wir hier richtig sind. Ich fahre hier einfach mal lang. Nathan, da drüben, ein Schiff. Oder vielmehr ein Wrack. Schauen wir mal, was hier abgeht. Können wir hier irgendwas gebrauchen? Da ist was. Tagebucheintrag. Noch ein alter Brief. Oh mein Gott. Wer möchte, kann sich das ja gerne alles in Ruhe durchschauen oder eben anhalten. Du denkst doch nicht, er hat den Schatz gefunden. Oh, er wäre verdammt berühmt, wenn das so wäre, also eher nicht. Was ist das da hinten? Da ist ein Schiff, Tatsache. Hast du recht. Ich fahre da jetzt mal näher ran. Ich will mir das Schiff mal angucken. Genau wie das Skelett am Mast. So, schauen wir uns das mal näher an, da. Da bin ich jetzt ja mal neugierig. Ach, hier ist eine Sandbank. Da kann man nicht rüber. Shit. Oh, da ist er vorbei. Da kann man rechts rumziehen hier. Das sieht ja super realistisch aus mit dem Wetter. Vielleicht kann man ja irgendwie tauchen, dass man sich das mal angucken kann. Wow, krass! Wie genial ist das denn? Wow! Das ist ja genial. Ah, ich muss mal eben wieder hoch. Wie kommt man wieder hoch? Luft holen. Wow! Die ganze Unterwasserwelt hier ist animiert. Wie genial ist das? Ich würde da ja gerne reingehen. Ne, ich hole erstmal noch eben Luft. Luft holen. Und dann schwimme ich da eben rein. Aber ich bin ja neugierig. Ich will da... Mal sehen, was da drin ist. Oh. Da! Da ist ein Schatz. Gib her. Jawoll, jawoll. Und schnell hoch. So, ein Schatz gefunden. Wie genial ist das denn? Unterwasserwelten, ist das genial. Sowas ist... Das macht schon wieder riesen Spaß hier. Ist da auch noch was? Nee. Oh, da muss langsam mal wieder Luft haben. So, einmal gucke ich noch. Ob hier noch irgendwo was ist. Oh, hier ist auch nichts mehr. Nee. Klasse. Echt stark. Echt nicht schlecht. Okay. Da fühlt man sich doch gleich wie ein Tomb Raider hier. Hey, hast du was gefunden? Ja. Ein Schatz. Mogul-Schätze im Wert von 400 Millionen. Witzig. Da ist die
Da kommt nichts mehr, also sind wir hier auf der richtigen Seite. Fahren wir jetzt mal da zu der Insel hin. Das sieht alles so gleich aus hier. Das ist natürlich durchaus möglich, dass ich hier schon gewesen bin, aber ich weiß es jetzt auch echt nicht mehr so genau. So. Schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Geht's nicht weiter hoch? Hier ist gar nichts. Da ist nichts. Okay. Das ist ja jetzt mal, das war ja jetzt mal nicht so pralle hier, die Ausbeute. Okay. Hinweis, ja genau, gib mir mal einen Hinweis. Geh zur Statue von Avery, um das Teleskop zu sehen. Okay. Das ist ja nett, dass man mal einen Hinweis kriegt, was man hier überhaupt machen soll. Statue von Avery. Ha, ist die da jetzt? Nee, kann ja nicht sein. Da bin ich ja nun gerade gewesen, da kann man ja nicht lang. Ah, was ist das denn jetzt für ein Tüdelkram? Ich komme da doch nicht rum. Kann ja nur von der anderen Seite dann sein. Ah, ich fahre jetzt nochmal vorsichtshalber rum. Also das Zeichen ist totaler Schwachsinn eigentlich. Denn von der Seite kommt man da nicht rum. Ja, das wusste ich doch. Man muss von der Seite da ran. Das war jetzt ein bisschen irreführend, meine Lieben. Genau. Da ging es ja gar nicht weiter. Das nennt man wohl überlebensgroß. Ja, ziemlich groß. So, Hamas. Jetzt gehen wir uns mal die Statue anschauen. Aber wir haben ja einen Schatz gefunden, das ist ja schon mal viel wert. Vielleicht will er, dass wir durchschauen. Nimm das, Schatzinsel. Teleskop. Da kommen wir nicht hoch. Das wollen wir auf jeden Fall noch in die Folge reinquetschen. Na, kann man da... Da kann man auf jeden Fall wieder von der anderen Seite. Das Wetter wird deutlich schlechter hier gerade. Ist das denn Sturm? Jawohl. Hey, komm, Sam. Oh, nein, nein, nein. Nein, du hast die Ehre. Keine Widerrede, komm. Okay. Und. Okay, Ken. Schauen wir mal, was wir hier sehen können. Da. Und? Große totenkopfförmige Insel, ne? Große Insel. Kein Totenkopf. Das muss es sein. Libertalia. Sehr optimistisch, wenn man alles bedenkt. Weißt du, hier sind nur wir beide. Du darfst ruhig ein kleines bisschen Begeisterung zeigen. Ich zeige Begeisterung, wenn wir deinen Hals aus Alcazars Schlinge raus haben. Komm schon. Okay. Was? Ich sagte okay. Nein, 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 nein. Deine Okays sind nie bloß okay. Meistens sind sie das Gegenteil von okay.
Oh shit, wir kriegen Gesellschaft. Ja. Ist das unser Freund Rafe? Wer sonst? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Und jetzt auch noch ins Unwetter gekommen hier. Eieiei. Boah, krass. Wow, was ist jetzt? Sind wir beide tot? Nee. Richtig schlechtes Wetter hier. Jetzt ist das Boot auch noch im Dutt. Wie sollen wir hier wieder wegkommen? Schiffbruch. Ja, wie geht's weiter? Ich muss von diesem Strand runter. Ja. Sam! Sam ist weg, das Sam, Schiff ist... Sam, hörst du mich? Wo lebt er noch? Wow. Ja, meine Lieben, wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Ich bedanke mich bei euch fürs freundliche Zuschauen. Wenn euch die Folge gefallen hat und bevor Nate anfängt hier zu frieren... Machen wir uns hier vom Acker und ich beende hier die Folge und wir machen einen Cut. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Haut rein, ihr Lieben. Bleibt gesund und ciao.